Jo, hallo, servus und hallo, Ehre. Ich erkläre hier jetzt nur ganz kurz, ganz schnell, warum ich das Video, von dem ihr gerade kommt, runtergenommen habe und jetzt wieder neu hochgeladen habe. Ganz kurz gesagt, ich fand den Anfang vom Video, die erste Szene vor dem Intro, fand ich ein bisschen zu hart und das haben mir auch einige gesagt. Und wo ich darüber nachgedacht habe, muss ich da diesen Leuten doch recht geben mit der Tatsache, dass dieses, ja, ein bisschen so angefahrene von mir, weil manche Leute glauben, ja, es gibt jetzt schon die krassesten Informationen, sogar noch verzeiht, was natürlich nicht der Fall ist, weil, wie in dem Video gesagt, es dauert noch ein halbes Jahr, bis das Ganze überhaupt jetzt angekündigt wird. Ja, dass ich da die Leute so mehr oder weniger angefahren habe, was überhaupt nicht böse gemeint war, aber das kam halt schon sehr stark drüber. Ja, das tut mir wirklich sehr leid. Was mir aber nicht leid tut, ist der Titel und das Thumbnail. Das wurde mir ja vorgeworfen, kann man das sagen? Ja, es wurde mir eigentlich vorgeworfen, dass dass der Titel Clickbait ist, beziehungsweise das Thumbnail Clickbait ist. Und da sage ich ganz ehrlich, ja, natürlich, das ist Clickbait. Ganz logisch ist das Clickbait. Jeder meiner Videotitel ist Clickbait. Fast jedes einzelne YouTube-Video ist Clickbait. Jede einzelne Nachrichtenzeile, jeder Titel, Zeitungstitel ist Clickbait. Sogar jeder Filmtitel ist Clickbait. Alles, was mit Medien zu tun hat, ist irgendwie Clickbait. Ganz logisch, weil Clickbait bedeutet, dass man mit einem Titel die Leute dazu bringen will, diesen Film zu sehen, auf das Video zu klicken oder diese Nachrichtenseite aufzuschlagen. Das bedeutet Clickbait. Man will einfach nur mit einem reißerischen Titel dazu verführen, sich dieses und jenes anzuschauen. Nicht nur, wie gesagt, auf YouTube, sondern in der ganzen Medienbranche. Und das ist ganz normal, das ist ganz logisch, das ist völlig legitim. Nur in den letzten Jahren ist das Wort Clickbait sehr in Verruf geraten durch vor allem YouTuber, aber auch durch gewisse Zeitungen, die irreführenden Clickbait betreiben. Und das ist das Böse. Irreführender Clickbait ist, wie der Name schon sagt, ein Titel, der was Falsches verspricht, der was die irreführend ist. Was bei meinem Titel nicht der Fall war. In meinem Titel steht das mögliche Release-Datum von Garden Warfare 3. Und das sage ich auch im Video, das ist die Wahrheit. Das ist kein irreführender Titel. Ich habe noch nie irreführende Titel benutzt. Und das werde ich auch garantiert nie. Und auch im Thumbnail steht Release, also Release-Datum, Fragezeichen, und dann ein großes rotes Nein geschrieben. Auch das ist nicht irreführender Clickbait. Viele wissen das nicht und sagen dann oft, ja, du machst Clickbait, du bist ein böser Mensch. Nein, jeder, der was mit Medien was zu tun hat, macht Clickbait. Wie gesagt, jede Zeitung, jeder Film, jede Serie und vor allem jedes einzelne YouTube-Video. Wer das nicht macht, der kann nicht lange in der Medienwelt überleben. Das ist ganz klar. Denn würdest du auf ein Video klicken, wo einfach nur steht, Plants vs. Garden Warfare 2 Gameplay? Wohl kaum, das wäre doch irgendwie langweilig und bringt dich als Zuschauer nicht dazu, wirklich auf das Video zu klicken. Gut, also, wie gesagt, diese erste Szene in dem Video, was ich runtergenommen habe, tut mir sehr leid. Das war ein bisschen zu harsch, aber der Titel oder das Thumbnail, nein, das tut mir garantiert nicht leid, denn es ist ganz normal und auch nichts Gelogenes. Passt, viel Spaß und ciao.